Hallo, willkommen zurück, liebe Freunde. Hoppala, jetzt sind wir da. So, was haben wir im letzten Part groß erlebt? Ja! Ja, es wird regnen, es wird regnen. Da kann ich morgen meine Tomaten pflanzen. Oh, so. Ja, toll. Unnützerweise zu viel gegossen. Ah, es ist cool. Und meine Saat wächst und gedeiht. Das ist doch schön. Das ist das Leben, Freunde. Ah, lala. Schön mein Weizen gießen. Da müsste andere Weizen ja heute gut sein, oder? Schauen wir doch einfach mal, ob der Weizen heute gut ist. Da unten rechts, meine ich. Ja, der sieht sehr reif aus. Werde ich da definitiv erstmal nichts pflanzen. Was habe ich daneben? Da habe ich ja nur Wild Seeds hingepflanzt. Aber so wie das aussieht, könnte das noch ziemlich lange dauern, bis die reif sind. Ich glaube, ich pflanze einfach die Tomaten da links hin. Das ist das Beste, was ich eigentlich machen kann. So, jetzt kommt wieder mein Lieblings. Echt, dass ich es alles passend gieße. Ja, komm. Also so dumm stelle ich mich ja zum Glück nicht an beim Gießen. Es wird schon passen. Cool. Ich pflanze da erstmal noch nichts weiter hin. Da warte ich jetzt, bis das andere Zeug reif ist. Und dann pflanze ich da eventuell eben nochmal die Wild Seeds hin. Wenn ich bis dahin noch mehr habe. Ansonsten überlege ich mir was. Dann könnte ich vielleicht auch mal 6 Blumen kaufen und könnte halt in die 2 Felder und in die 4 unten dann eben 6 Blumen hinpflanzen. Bisschen Geld habe ich ja jetzt. Ich sollte mir aber... Oh, das mache ich. Ich gehe oben rum. Die Marmelade dürfte fertig sein. Nee, ist sie nicht. Erstmal muss ich meine Salmon Berry austauschen. So, und zwar nehme ich Frühlingszwiebel mit. Dann brauche ich mein Kupfer und Holz und allen möglichen Scheiß. Ich nehme einfach mal alles mit, was ich kriegen kann. Weißt du, das muss ich noch abgeben, das muss ich noch abgeben. Gut, dass ich jetzt endlich mal dran gedacht habe. Es ist ja zum Verrücktwerden. Bin ich bescheuert? Bin ich bescheuert oder bin ich bescheuert? Schreibt es in die Kommentare, ob ich bescheuert bin. Boah, ich habe das die ganze Zeit vergessen. Wie dämlich kann man eigentlich sein? Meine Bäume, sie wachsen noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Aber das kommt... Oh. Vielleicht heute Abend. Vielleicht habe ich sie gestern zu spät geerntet. Halt, ich habe das Holz noch nicht mitgenommen und die Steine. Und ich will mir definitiv... Ich will mir definitiv jetzt, ich nehme das Hardwood vorsichtshalber auch mit, schauen wir mal, das Heudepot bauen. Achso, das, die pflanze ich dann auf dem Rückweg, wenn ich wieder vorbeikomme. So, ach, das Lehm brauchte ich ja auch noch. Ich tue das erstmal hier rein, das hier erstmal rein und das passt. Und jetzt gehe ich oben wieder rum. Ich hoffe, Freitag hat Robin offen. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Und dann bauen wir die Scheune. Oh, sehr schön. Sehr schön. Dann kann ich das auch gleich abgeben. Dann müsste ich doch noch was voll haben. Boah, das ist ja der Gemeindehaus-Flash. Aber so nenne ich die Folge nicht. Ja, ja. Gemeindehaus-Flash, Gemeindehaus-Flash. Wupp, wupp. Hallo, Linus. Alter, wir haben mittlerweile 2 Herzen miteinander und du gehst immer noch davon aus, dass ich dein Zelt zerstöre? Wer bin ich für dich? Hi!
So, Construct Farm Buildings, Coop. Geht ja leider noch nicht. Aber eine Coop ohne vorher... Nein, noch nicht. Ohne Coop vorher das Ding zu bauen, wäre auch ziemlich sinnlos. Bauen. Sag bloß, ich könnte das jetzt auch theoretisch... Nee, dachte ich mir fast. Das muss schon hier so auf dem Farmgelände gebaut werden. Und weißt du was? Schade, ich kann das nicht direkt dahin bauen. Nee, das ist zu nah an den Bäumen. Dann werden die Bäume wieder nichts. Aber hier könnte ich es hinbauen. Weißt du, dann könnte ich... Nee, warte, so herum. Und dann könnte ich nämlich drumherum meinen Zaun ziehen. Die Bäume könnten ja innerhalb davon bleiben. Weißt du, wo die Tiere dann rumstratzen? Aber da ist mir ehrlich gesagt dieser kleine Baum ein bisschen im Weg. Was, wenn ich dann da... Nee, das macht ja keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Shit, wo baue ich den denn am besten hin? Ha, oder ich mache tatsächlich hierhin meine ganze Tierfarm. Aber dann, wenn ich das halt hierhin baue, das ist ja relativ hoch, dann habe ich ja keinen Blick mehr, wenn was da rumliegt und so. Außer ich pflanze hier komplett meine Bäume alle hin. Das wäre natürlich noch eine Idee. Warte mal, das wäre hier 3. Dann hier einer. Siehst du, es wird aber schon nichts. Dann habe ich da 2 freie Felder unten. Das wird ja so nichts. Das habe ich echt schlecht bedacht hier. Naja. Komm, ich mach's mal dahin, wo ich es mir jetzt zuerst gedacht habe, und zwar hierhin. Okay, ich fange direkt morgen früh an, dran zu arbeiten. Dankeschön. Ach, ich hätte ja eigentlich zu Maru und zu Hai sagen können, aber naja. So. Boah, jetzt bin ich mal echt gespannt. Ich kann ja jetzt abartig viel erfüllen. Das ist schockierend. Gut schockierend, aber immer noch schockierend. Jetzt muss ich erstmal hier schauen, ob das hier irgendwie war. Artisan Bundle, nein. Quality Crops, nein. Soweit bin ich noch nicht. Summer Crops, Fall Crops, Animal Bundle, nein. Das heißt, es war irgendwas hier unten. Nein. Sommer. Ja, genau. Erst mal. Schling! Bündel komplett. Dies freut mich wieder. Und ich bekomme. Summer Seeds. Oh Gott sei Dank, es ist nichts weiter passiert. Das hätte mich echt ein bisschen schockiert. Dann muss ich. Dann kann ich das doch nur am Bulletin Board hier erfüllen. Die Bundle. Ach, die braucht ja auch nochmal so einen Pilz. Das darf ich nicht vergessen. Er braucht auch einen Pilz, aber er kriegt jetzt erstmal hier den Chub. Dann Enchanter. Ich habe Painter. Ich dachte, Painter brauche ich auch noch für was anderes. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich Painter doch noch für was anderes gebraucht habe. So. Oder war das da oben drinne? Das kann natürlich sein, dass ich das natürlich schon erfüllt habe und ich das jetzt nicht mehr brauche. Das ziemlich beschissen wäre, weil ich ja jetzt extra das mir gemacht habe. Bulletin Board. Da wollte keiner von denen das haben. Nee, das war nur einmal hier der Marple. Nee, genau. Was ist eigentlich das hier? Ach, das ist Heu. Ich will ja auch noch Heu haben. Vault. Ja, leck mich. Blacksmith? Hä? Wieso kann ich das nicht abgeben?
komisch. Geologie. Ach so. Weil ich blöd bin. Bin so doof. Da wir ja schon mal da sind, dann kann ich das nämlich gleich mal abhaken. So, dann schauen wir aber trotzdem hier erstmal weiter. So, wir waren bei Pantry, Bulletin Board, Vault, Boiler Room, Fish Tank. Fish Tank wird es ja nicht gewesen sein. Riverfish, also doch, Catfish kann man im Fluss fangen, aber das ist meine Angel. Ach, ich wollte ja mal schauen, hatte der Typ mir nicht mal einen Brief geschrieben, dass er jetzt bessere Angebote hat oder sowas? Kann das sein? Weiß ich gar nicht mehr. Bullhead, Stitch. Weil es wäre ganz geschickt, wenn ich eine bessere Angel hätte, dann kann ich endlich mal bessere Sachen fangen. Jo, ihr mich auch. Fish Tank Crafts, aber... Dann habe ich den Pintar, dann habe ich das schon längst erledigt. Dann kann ich den ja eigentlich verkaufen. Dann verkaufe ich den doch. Oder ich schau mal. A Pungent Substance Deprived von Pine Sap. Ah, ich weiß ja nicht, ob der Alex das mag. Habe ich eigentlich eine Pastinacke mitgenommen? Nein, natürlich nicht. Da weiß man natürlich nicht, ob der Alex das mag. So, kann ich irgendwie. Also, Monsters known as Slimes, a Throng, the Metal. 6 Stück töten. Das nehme ich doch mal an, weil ich kann da morgen ja runter. So, Gast, da habe ich noch ein paar Tage. Hallo. Es ist ein schöner Tag. Weißt du, der Harvey, wenn er vielleicht einen Vollbart hätte, dann wäre der interessant. Aber dieser Schnurrbart, der sieht aus wie hingekackt. Ganz ehrlich. Ach, sie wünschte, sie hätte eine Katze. Ist ja süß. Summer Seeds, ey, wo ich die wieder jetzt überall pflanzen muss. Das Spiel bringt mich noch ins Grab. Was wollte ich? Wollte ich denn eigentlich noch Samen kaufen? Ich glaube nicht. Ich habe ja auch erstmal genug. Ja, ich habe definitiv erstmal genug Samen. Ach, hallo. Oh, immer eine ehrliche Arbeit, Farmer. Kann zwar Farmer nicht leiden, aber immerhin ist es eine ehrliche Arbeit. Vielleicht gehe ich auch heute noch in die Mine. Mal schauen. Vielleicht schaffe ich ja noch 5 Etagen. Oh, ich riskiere es einfach mal. Hi, Alex. Okay, danke. Shit. Es tut mir leid. Was möchtest du? Oh, es tut mir echt leid. Boah, it's hard to find someone who doesn't like this. Könnt ihr eigentlich kaufen und ihm schenken? Wobei, er ist Sportler. Ich glaube fast, er mag das nicht. Was er eher mögen könnte, wäre dieser Wildriegel, den ich machen kann. Noch schon wieder ein Buch. Sehr schön. Ich frage mich, was Alex heute macht. Lass bloß die Finger davon. Das ist meiner. Den hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Also lohnt sich gleich nochmal zur Bücherei zu gehen. Also der Strand, manchmal lohnt sich das echt, hier hinzugehen. Nicht immer, aber manchmal. Ich bin froh, dass ich mein Förster-Level hochgebracht habe, weil so habe ich ja eben zweimal von diese würzige Frucht da gefunden. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Sag bloß, die Haley ist jetzt auf dem Weg hier zur Eisdiele. Dann hau ich dich aber, du blöde Schnepfe. Sie kennt mich nicht. Oh. Was? Pam ist ihre Mutter? Du tust mir leid. Oh nein. Meine Mutter hat normalerweise den Bus nach Calico Desert gefahren. Aber der Bus hat vor ein paar Jahren aufgehört zu arbeiten. Der Bürgermeister sagt, dass es gibt nicht genug Geld in den Stadtkassen. Sonst hätten wir es schon repariert. Tja, was ist denn in Ruhe? Ich hab dich nicht hier bemerkt. Boah, die passen doch eigentlich überhaupt nicht richtig zusammen. Oh nein, den Ornamental...
Kann ich doch nicht. Die hat doch nur Zeit für sich selbst. Das Geheimnis der Sternentropfen. Für tausende von Jahren wurden Menschen von der mysteriösen Kraft der Sternentropfen verzaubert. Aber niemand weiß, woher sie kommen. Professor R.J. Kuttler, ein leitender Wissenschaftler dieser seltsamen Frucht, das ist doch das, was ich gepflanzt habe, sagte, wir haben genetisches Material von Meteoriten daran gefunden, die dem Sternentropfen sehr ähneln, aber es ist noch nicht bewiesen worden. Unabhängig davon, woher sie kommen, ist diese Frucht unnormal deliziös und manche sagen, sie gibt einen spezielle Kräfte, wenn man sie isst. Das erinnert mich an die Papu-Frucht von Kingdom Hearts. Wisst ihr das noch? Kennt ihr das? Da hieß man, wenn sich zwei Leute eine Papu-Frucht teilen, ist ihr Schicksal unaufwindbar miteinander verwoben. Was echt eine coole Sache ist, finde ich. Ich habe noch nie Grabstein großartig gelesen. Bis auf It's Old and Faded. Hier steht dran Our Beloved Mona. Und hier Uno Dunyu Dopusudun Snasop Han Was Today Nadu Snulvu Munosol Yen Hut Ole Toll. Ich weiß nicht, ob es nur ein extrem krasser Dialekt ist oder ob man das einfach nicht übersetzen kann. Hat die eben gesagt, wenn ich nicht so beschäftigt wäre, würde ich dir auf der Farm helfen? Huch, hallo Evelyn! Ja. Es ist der Mann, den du dir ausgesucht hast, meine Liebe. Ah, wir haben es doch schon 4 Uhr. Obwohl, 4 Uhr nachmittags ist nicht 6 Uhr abends. Ich könnte noch. Sehr schön. Süße Erbschen. Aber ich muss. Was waren das, um die Minenfahrzeuge wieder zum Laufen zu bringen? Was? Ich versende den mal und schau mal, wie viel der bringt. Da. Ich wollte doch die Tomaten wollte ich ja morgen pflanzen. Mit dem Speeddünger. Oder mache ich das heute? Wenn ich das heute pflanze, dann. Vielleicht habe ich ja noch die Zeit dazu, dann alles andere zu machen. Also das erstmal wieder hier rein. Das hier. Minenzeugs und Erzeugnisse hier rein. Eine Copperbar, die ich natürlich jetzt abgelegt habe. Also wird es mit der Mine heute vielleicht doch nichts, aber morgen auf jeden Fall. So. Alles klar, ich kann das nicht einfach so irgendwo hinpflanzen, was ja echt scheiße ist. Und ich habe halt keine Ahnung, was es großartig bewässert. Weißt du was? Ich tue es jetzt einfach mal hier hin. Tja, ich bin da nicht, glaube ich, großartig darauf vorbereitet, dass das Ergebnis nicht so wird, wie ich es mir vorstelle. Ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass es so wird, wie ich es mir vorstelle. Und morgen wird es den ganzen Tag regnen. Wisst ihr, wie glücklich ich darüber bin? Bei meiner übergroßen Bonzen-Farm-Zeugs. Ich muss ja eigentlich nur 6 Schleime töten. Ja. Nutze ich das? Ich weiß nicht. Ich gehe einfach. Was soll ich denn großartig drüber nachdenken? Ich gehe einfach. Moment, ich war noch gar nicht bei meinen Pilzen. Oder doch? Hui! Ich nehme die Pilze jetzt einfach erstmal mit und schaue mal. Ich muss da aber dann echt Gas geben. Ich will nicht zu lange dann in der Mine rumgucken und wieder zu spät rauskommen.
Wobei, ich bin erst um 7 dann jetzt bei der Mine. Das ist echt happig. Dann angel ich doch lieber hier ein bisschen. Komm, ich angel hier ein bisschen. Und morgen regnet's. Da haben wir so viel Zeit. Ich könnte natürlich auch erstmal um den Teich drumherum gehen und schauen. Und schauen, ob hier irgendwo vielleicht ein besonderer Platz ist, wo ein Fisch anbeißt. Junge! Und das für einen Chub. Oh, also wenn ich Bienen höre, dann... Jawohl. Es war nur eine, aber... Da ist noch eine, cool! Sister hat sich doch auch gelohnt, hier rumzugehen. Könnte ich nochmal auf dem Rückweg beim Community Center den Pilz abgeben. Das war ja, glaube ich, nur der. Genau, das war der einzige Pilz. Ansonsten brauche ich nur noch den komischen lilanen Pilz, der ja auch Purple Mushroom heißt. Ohohoho, was für eine Überleitung. Und hier liegt alles nichts, dann angel ich einfach mal in die Richtung. Wow. Ich drehe mich das nächste Mal um. Da oben habe ich direkt zum Ufer hingegangen. Wow. Nein. Ah, ich bin fast erschöpft. Das ist scheiße. Ja, guck mal. Jetzt wäre ich vielleicht 2 Ebenen weiter und wir hätten schon kurz nach 9. Ist wirklich besser, dass ich angeln gegangen bin. Bullhead, cool, dann kann ich den auch gleich abgeben. Außer es ist ein goldener, das wäre zu schade dafür. Das ist der letzte Fisch, den ich heute angeln werde. Ein Chub mit einem neuen Rekord und Köder. Warte mal, wie setze ich die nochmal ein? Must first be... Hä? Ach, Quatsch. Oh, nein. Genau das wollte ich eigentlich nicht. Shit. Shitty, shitty, bang, bang. Verdammt. Hä? Aber wieso klappt das nicht? Hä? Wo bin ich jetzt erst aus dem Saloon zurück? Okay. Sebastian war heute auch da. Schön. Hä? Aber wieso kann ich das nicht? Da muss ich tatsächlich mal sagen, ich habe keine Ahnung, wie ich das aneinander anbringen soll. Nee? Keine Ahnung. Tja, es soll wohl nicht sein. Es soll wohl nicht sein. Ah, warte mal, wo war denn der Bullhead? Nee, es war kein Nachtfisch. Bullhead ist normalerweise ein... Ist es da oben ein Lake? Faszinierend. The more you know, the more you know. Field Research, dein Färbemittel hier. Bitteschön. Und die anderen Pilze kann ich alles versenden. Wupp, wupp. Boah, viel zu spät. Viel zu spät. Nur weil ich aus Versehen dann nochmal geangelt habe. Na, nee. Pff. Ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden.
Bisher wächst auch alles gleichmäßig, was mich ein bisschen irritiert. Es irritiert mich übrigens wirklich, dass alles so gleichmäßig wächst. Und morgen regnet es, da muss ich nichts gießen. Das freut mich, das freut mich. Und wir werden erstmal das versenden, das versenden, das versenden, das versenden. Zack, zack, zack. Und die kommen erstmal weg. Ich glaube, ich kann an diesem Bambus-Pole das einfach nur noch nicht anbringen. So schaut's aus. Aber vielleicht ist mein Angelrang jetzt gestiegen. Boah, ist das krass, ey. Der Chanterelle bringt ab. Das ist der beste Pilz. Interessant, das ist richtig, richtig, richtig gut. Also Sommer ist sehr ertragreich. Und hier ist nur der Fächer, oder? Boah, der Ornamental Fan. Den muss ich das nächste Mal auch wieder verschicken. Cool. Ah, aber leider kein Level gestiegen. So, Leute. Ich würde sagen, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Und ich habe ja echt mit beschissen wenig Energie jetzt in den Tag gestartet. Das lässt nichts Gutes vermuten. Aber da ich ja heute eh fast nur die Mine vorhabe zu erkunden und wir eigentlich was Gutes zu essen haben, ist es gar kein Problem. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.